Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 19 Jahre alter Mann aus Diemelsee in der Nacht zu Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ahrtalstraße zwischen Adorf und Flechter verlitten. Feuerwehrleute befreiten den 19-Jährigen in einer sogenannten Crashrettung aus dem Audi und trennten dazu das Fahrzeugdach ab. Die 37 Jahre alte Fahrerin aus Diemelsee sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 21 und 32 Jahren wurden schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Nach Auskunft der Korbacher Polizei waren die Fahrerin und ihre drei Begleiter gegen Mitternacht aus Richtung Adorf kommend nach Korbach unterwegs. Kurz vor dem Abzweig nach Benkhausen kam der Audi A3 nach rechts von der Straße ab, schleuderte die Böschung hinunter, drehte sich dabei, prallte rückwärts gegen einen Baum und kam schließlich über einen Bachlauf zum Stillstand. Für die Einsatzkräfte stellte die vorgefundene Situation eine besondere Herausforderung dar. Das Fahrzeug lag etwa 8 bis 10 Meter von der Straße runter in einem Graben, der die Schwierigkeit dann für die Feuerwehreinsatzkräfte darstellte, dass wir das gesamte Equipment den Hang runtertragen mussten. Dazu haben wir Leitern angelegt, um einen sicheren Tritt zu haben. Feuerwehrleinen gespannt von einem Fahrzeug runter, dass man sich daran festhalten kann beim Rauf- und Runtergehen. Neben den etwa 35 Feuerwehrleuten aus Adorf und Flechtdorf waren die Notärzte aus Korbach und Bad Arolsen sowie 4 Rettungswagenbesatzungen im Einsatz. 2 Pfarrer waren als Notfallseelsorger ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Sie betreuten die hinzugekommenen Angehörigen der Verletzten. Die Frau und die 3 Männer wurden nach der Erstversorgung in umliegende Kliniken eingeliefert. Nur wenige Meter von der aktuellen Unfallstelle entfernt war es Mitte März zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 35 Jahre alter Mann ums Leben kam. Der Korbacher war damals gegen einen Baum geprallt. Sein 30-jähriger Mitfahrer hatte schwere Verletzungen erlitten.